Ich bin im Central Valley, das hier auch Brotbox der Welt genannt wird. Weil der mittlere Westen als Brotkorb gilt. Sollen Sie Ihre Box haben? Ich nehme den Korb. Ich bin in Fresno, um Joe zu treffen und seine Geschichte zu hören. Jede Story ist anders. Ich bin sehr gespannt auf seine. Joe? Wie nennt man Joe dich? Or Joey? Joe. Joe. Can I call you? Für mich Joey. Sure. So Madeira, California. Wir sind in Madeira. Yeah. Viele denken bei Kalifornien nur ans Meer. Was reizt dich an Madeira? Ich mag das Landesinnere. Da sind wir, in Kalifornien. Mit vielen Farmen. Ich bin aus Lodo und hatte eine Eigentumswohnung in Sacramento. Jetzt will ich was Größeres und raus aus der Stadt. Aber bevor wir loslegen, wie bist du an Geld gekommen? Bist du ein Spieler? Sagen wir, ich habe das Beste aus einer ungemütlichen Situation in meinem Leben gemacht. Wir können also was ausgeben. Yes, I do. Great. Hast du Familie hier? I have my brother and sister. Meinen Bruder und seine Frau mit Kind in Fresno. Und statt der Eigentumswohnung willst du jetzt was? Wie viele Zimmer, Bäder, Quadratmeter? Um die 185. Vier Schlafzimmer oder drei, sodass die Familie mich besuchen könnte und für eine eigene irgendwann. Du planst und gibst es raus ins Universum? Ja, wäre schön. Ich suche was Ruhiges und Friedliches. Ländlich? Definitiv. Mit Projekten? Ich mache gern was selbst, wenn ich mein Leben lang drin wohnen will. Das erhöht unsere Chancen. Sollte es zumindest. In Kalifornien ist alles teuer. Wie viel gibst du mir? Eine halbe Million. Das ist viel. Naja, in Kalifornien nicht ganz so viel. Schon klar, du belässt mir den Stress. Wird wohl tough. Habt ihr was Stärkeres? Ich beginne mit einem etwas pflegebedürftigen Haus. Bronson's Bend steht auf wunderschönen 1500 Quadratmetern. Ist es bezugsfertig? Bewohnbar? Oh ja. Und es hat viel Potenzial. Oh yes. Da ist es. Was denkst du? Hübsch. Hat Potenzial. Ja, und eine ruhige Gegend. Genau, was ich suche. Bronson Bend hat drei Schlafzimmer und drei Bäder. 162 Quadratmeter auf 1500 Quadratmeter Grundfläche. Und es kostet $477,000. Voll im Budget. Bleibt was für neue Sachen. Komm mit. Das will ich genauer wissen. Okay, here we go. All right, Joey, come on in. Oh, I like this. Wow. Sieh dich um. A lot of ideas. Da geht was. I love the ich liebe ja den Kamin. Ist der nicht interessant? Echt schräg. Ja, der hat was, auch durch den Schwung. Besser als nur Klinker. Und? I like it. Gut. Dann bin ich gespannt, was du jetzt sagst. Im Garten wartet eine Überraschung auf dich. And there is your surprise. Ein Pool, irre. Oh, wow. I love it. Steht nicht auf deiner Liste. Aber jetzt vielleicht schon. Du brauchst einen. Es sind 37 Grad da draußen. Ich spring gleich rein. Wenn du eine offene Raumaufteilung willst, solltest du diese Wand rausnehmen. Da müsstest du Geld reinstecken. Ich würde die Hälfte entfernen und eine Bar zum Wohnzimmer bauen. Absolutely, yeah. Für Partys. Ja, hier ist viel Partypotenzial. Das wird ein Entertainment Home. Heute versuche ich es mit Greenhorn Grove. Es ist auf dem Land und hat um die 8000 Quadratmeter. Ich wollte es ihm als letztes zeigen. Der Hahn stimmt mir zu. Joe, Joey, Joseph. Wie findest du es? Groß. Greenhorn Grove hat fünf Schlafzimmer, drei Bäder, 230 Quadratmeter und 8000 Quadratmeter Grundstück. Zu teuer, denkst du? $495,000. Wow.
Erstaunlich. Eingeschüchtert? Bisschen viel. Legen wir einfach los. Erst Haupt- oder Gästehaus? Bitte? Fangen wir mit dem Haupthaus an, aber am Vordereingang. Okay, here we go. All right. Joey, let the adventure begin. Wow, that is... Das nenne ich Deckenhöhe. Wie eine Kirche. Ist das gut oder schlecht? Vielleicht beides. Setzen wir uns? Let's sit down. Yeah. Du magst es ländlich. Und wie steht's mit dem 90er-2000er-Vibe? Ich würde es etwas updaten. Die Böden vor allem. Auch zweifarbig? Nein. Nein? Die Fliesen sind nicht meins. I don't like tile at all. Verstehe ich. Yeah, I'd redo the tile. Okay. Also andere oder eher Holz? I would probably continue with the wood. Holz und etwas dunkler als das Beige jetzt. Beige is tan tones. Yeah, have it be. Macht's gemütlicher. Bei der Höhe. Du entscheidest. Küche oder Schlafzimmer? Schlafzimmer. Dann los. Sind ja ein paar. Hier ein Gästezimmer. Super Büro. Und du brauchst es nicht als Kinderzimmer. Es gibt ja noch vier weitere Schlafzimmer. Super Büro. Weiter geht's. Das könnte was für Kinder sein. Oder für einen betrunkenen Freund. Und es gibt noch ein Gästezimmer mit Bad neben der Hauptsuite. Hauptschlafzimmer? Wow. Schön. Ja. Und das größte Dessert, mit Ankleide. Schau gern rein, bevor wir ins Bad gehen. Sehr geräumig. Und trotz King-Size-Bett ist so viel Platz. Mit Glastür. Zum Garten. Genau wie gestern. Direkter Zugang. Das ist super. Du wachst auf und bevor du dich mit Geschäften rumplagst, gehst du mit deinem Kaffee erstmal raus. Für eine Kaffeebar findest du hier sicher eine Ecke. Da. Perfekt. Here we go. Decisions. Bist du bereit für die Entscheidung? Denk schon. Ging schnell. Naja, du bist ein Entscheider. Es ist ein neuer Lebensabschnitt und ich freue mich drauf. Und wohin geht's? Ich nehme Greenhorn Grove. Ich wusste es. Du wolltest Land leben. Es fühlt sich nach nirgendwo an, aber du bist noch stadtnah. Das ist selten. Das Haus ist ein Landsitz. Bin bereit. Auf dich. Cheers.